Hallo und herzlich willkommen im Keller diesmal, weil das Thema braucht nicht unbedingt im Wald besprochen werden. Und für mich ist gerade recht praktisch, das jetzt mal so zwischen Tür und Angel kurz abzuhandeln. Tollwut. Tollwut hat gerade neulich wieder jemand gefragt gehabt, weil er ein Schild entdeckt hatte im Wald, wo drauf stand, hier Tollwutgefahr, großes Tollwutrisiko, ja, Hunde an die Leine nehmen, etc. blablub und so weiter, jeder zweite Fuchs ist infiziert. So Schilder findet man immer noch relativ häufig in Deutschland. Die sind größtenteils tatsächlich noch uralt, also uralt meint 20 Jahre oder irgend sowas. So uralt ist auch wieder nicht, dass das noch eine Rolle gespielt hat. Aber in manchen Fällen tatsächlich einfach deswegen hängen geblieben, weil man wirklich einfach nicht unbedingt, naja, man hätte gern Leinenzwang, den das entsprechende Bundesland eventuell nicht vorsieht, oder man hätte gerne mehr Hunde an der Leine, was rechtlich sonst ein bisschen schwierig umzusetzen ist, und dann ist man vielleicht gar nicht so böse, wenn da noch ein Tollwutschild irgendwo im Walde rumhängt und die Leute daran erinnert, dass sie ihren Hund doch bitte an die Leine nehmen sollen. Ist man tatsächlich im Tollwutgebiet, wäre es wirklich dringend erforderlich, den Hund an die Leine zu nehmen oder am besten gar nicht erst mit dem Hund ins Tollwutgebiet reinzulatschen. Aber, und jetzt kommt's, in Deutschland gibt's quasi keine Tollwut mehr. Man sagt, Deutschland ist, glaube ich, seit, ich weiß das genaue Datum nicht, sei es 2006, 2002, keine Ahnung, oder auch schon 1900 irgendwas, also in den 90ern, ist Deutschland jedenfalls offiziell tollwutfrei. Wurde also mehrfach bestätigt, dass da wirklich überhaupt keine Tollwut mehr vorkommt. Terrestrische Tollwut. Das ist jetzt so der springende Punkt. Eine Tollwutübertragung ist noch möglich von Fledermäusen. Fledermäuse haben also tatsächlich teilweise noch die Tollwut. Potenziell, und da ist man jetzt noch am Untersuchen, inwiefern das wirklich passieren kann, wäre es vorstellbar, dass man wirklich von einer tollwütigen Fledermaus angefallen wird, von der gebissen wird und dann wird man zu Batman. Ja. Als allererstes zu Batman und danach kriegt man vielleicht noch die Tollwut. Ne? Weil Batman wurde ja auch von einer Fledermaus gebissen und ist deswegen zu Batman geworden, weiß jeder. Nee, jetzt mal im Ernst. Die Tollwut bei den Fledermäusen ist nach aktuellem Stand der Forschung völlig zu vernachlässigen. Das ist für die Fledermäuse vielleicht ein Problem, für uns mit Sicherheit nicht. Und da bei den Füchsen, das war ja der Hauptüberträger der Tollwut, bevor es eben das Ding in Deutschland kein Thema mehr gewesen ist, bei den Füchsen war es halt eben entsprechend so, dass man Schluckköder ausgebracht hat, also so spezielle Fuchsleckerli, die ein Tollwutvirus beinhaltet haben, aber nur in sehr, 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 sehr geringer Konzentration. Und diese paar Viren haben dann dazu geführt, dass die Füchse, die damit nur diesen ganz paar Viren infiziert wurden, halt eine Immunität entsprechend aufgebaut haben gegen die Tollwut. Und wie es momentan aussieht, ist das wohl scheinbar entweder so gründlich damit ausgestorben, das Virus bei uns, oder also sogar eine gewisse erbliche Immunisierung der Füchse erfolgt. Das ist also die kommenden Fuchsgenerationen automatisch eine gewisse Resistenz gegen die Tollwut aufweisen. Das ist auch noch nicht so hundertprozentig geklärt, inwiefern das geklappt haben könnte oder auch nicht. Tatsache ist jedenfalls derzeit in Deutschland Tollwut wirklich überhaupt kein Thema und nichts, worum man sich Sorgen machen müsste. Warum kommt jetzt das Thema trotzdem in die Gefahr im Waldreihe? Naja, wir sind ja nicht nur in Deutschland und es ist halt einfach was, was viel diskutiert wird, und deswegen wollte ich es nochmal generell einfach ansprechen für diejenigen, die sich im Ausland aufhalten. Und man muss auch dazu sagen, man kann grob so ein bisschen unterscheiden Tollwut in reicheren, zivilisierteren, mit ganz fetten Anführungszeichen, Ländern ist kein Thema. Also das wird weder in den USA nennenswert anzutreffen sein, auch nicht in Kanada. Grundsätzlich auf der Nordhalbkugel wahrscheinlich wirklich gar nicht mehr so oft. Selbst in Russland wird es kaum noch Bereiche geben, wo die Tollwut eine Rolle spielt. Vielleicht hier und da mal noch ein bisschen. Aber na, wenn man dann halt eben in etwas infrastrukturell schwächere, ärmere Länder geht, dann könnte es einem tatsächlich passieren, dass man vorzugsweise irgendjemand aus der Familie der Hundeartigen mit Schaum vorm Mund und mit auffällig aggressivem Verhalten, mit völlig untypischem Verhalten für ein Wildtier, so hier ein Tier antrifft, das zum Beispiel starr irgendwo auf irgendeiner Stelle hockt und sich nicht groß wegbewegt, aber dann doch mit lautem Geknurr, Gebell, je nachdem was für Geräusche die halt von sich geben, reagiert, wenn sich irgendein anderes Tier oder irgendein Mensch
Mensch nähert, wirkt apathisch, wirkt geistig eigentlich weggetreten, hat trotzdem einen gewissen Hang zur Aggressivität. Und dieser Schaum vom Mund, dieses klassische Beispiel für die Tollwut, der ist auch relativ oft eben tatsächlich vorhanden und sehr symptomatisch. Denn wofür ist dieser Schaum da? Der soll das Infektionsrisiko steigern. Der Virus möchte ja gerne übertragen werden. Und wenn dann so ein dieser Schaum, das sind quasi konzentrierte Tollwutviren, wenn damit jemand, der Fuchs mit so einem Schaum vom Mund, dann meinetwegen irgendein anderes Tier oder auch einen Menschen eben entsprechend beißt, ist die Chance, dass der den dann infiziert, relativ hoch. Aber wie gesagt, in Deutschland gibt es das gar nicht mehr. Woanders könnte das theoretisch noch vorkommen. Da muss man halt wirklich einfach drauf achten. Ein Tier, das nicht vor mir wegrennt, das dazu noch irgendwie apathisch wirkt, irgendwie verwirrt wirkt. Und dann muss es nicht nur zwingend diesen Schaum vom Mund haben. Aber wenn man sich dann halt zusätzlich noch in einem Land befindet, wo man hoffentlich vorher recherchiert hat, ob es da noch Tollwut gibt, dann darf man zu Recht davon ausgehen, dass hier ein Tollwutfall möglicherweise vorliegen könnte. Katzen sind sehr selten von Tollwut betroffen. Hunde tendenziell wirklich eben sehr, sehr, sehr häufig und alle anderen Tierarten dazwischen, also die Landbewohner sind insbesondere bei Säugetieren halt, können das auch haben. Kaum jemand ist da immun dagegen, aber es gibt halt unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Hunde und Hundeartige, der Risikofaktor schlechthin und sollte eben im Rahmen der nicht allzu ausführlichen Ausführlichkeit dieser Kurzvideos dann durchaus auch ausreichen. Es gibt zu Tollwut noch ein längeres Video von mir. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch. Wenn nicht, verlinkt es euch hoffentlich irgendjemand anders in den Kommentaren. Und ja, das ist es im Wesentlichen auch schon gewesen. Ach nee, halt ein kleiner Hinweis noch. Wenn man tatsächlich von einem Tier gebissen wird, das tollwütig aussieht, oder man generell einfach von einem Tier gebissen wird, das normalerweise einen Menschen sinnvollerweise nicht angreifen würde, also zum Beispiel ein Wuchs, ne, der ist ja viel zu klein, um uns gefährlich zu werden, dass der uns angreift, ist für den einfach nur idiotisch. Wenn so ein Tier uns doch angreift, dann ist Tollwut auf jeden Fall ein gutes Argument, weshalb das passiert ist. Und dann sollte man auf jeden Fall, und zwar schleunigst, zum Arzt und eben genau das berichten, dass man möglicherweise von einem mit Tollwut infizierten Tier gebissen wurde, dass da ganz schnell Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, weil unbehandelt kann Tollwut durchaus, und das mit ziemlicher Sicherheit, mal wieder zum Tod führen. Da muss man also schon vorsichtig mit sein. Man kann sich dagegen auch impfen lassen, macht aber keinen Sinn, solange man noch in Deutschland lebt. Das wäre dann wirklich also eher ein Thema, wenn man in ein Tollwut vorbelastetes Ausland eben entsprechend reisen möchte. Dann kann man da ernsthaft drüber nachdenken, aber für uns hier, nee, ist echt nicht notwendig. Ja, das denke ich, waren die wesentlichen Dinge und ansonsten guckt euch das ausführliche Video an, das ist zwar schon alt, aber ich glaube, das Wesentliche ist drin. Also, macht's gut.